Hallo und herzlich willkommen hier in der E-Bike-Erlebniswelt Erhardmuth in Lauda. Mein Name ist Steffen Schulz, ich bin hier im Verkauf tätig. Ich stelle Ihnen heute dieses tolle Rädle vor. Das ist das Tauberrad Crossover Mix de Brose. Das sagt schon der Name. Das Rad ist mit einem sogenannten Brose-Motor ausgestattet. Das ist ein Mittelmotor, der hier unten eingebaut ist. Das ist ein 90 Newtonmeter Motor, ein sogenannter S-Mack, und er ist sehr leicht, wiegt gerade mal 2,98 Kilo, also keine 3 Kilo. Ja. Ausgestattet ist das Rädle weiterhin mit einem 725 Wattstunden Akku, also da kommen Sie schon recht weit, da können Sie locker Ihre 120, 130 Kilometer am Tag fahren. Des Weiteren ist das Rad mit einer Drehgriffschaltung mit einer sogenannten Roloff ausgestattet. Das ist eine 14-Gang Speed Hub. Ja, der Vorteil von dieser Schaltung ist wirklich, dass sie eine sehr hohe Spreizung hat. Dadurch können Sie an den Bergen noch in leichtere Gänge schalten und bergab aber auch noch ein bisschen die schweren Gänge mitnehmen, dass Sie doch noch ein bisschen mehr Speed draufnehmen können. Wir haben hier fürs Antriebssystem ein sogenanntes Seitendisplay. Das ist in bunt gehalten, ist bei den Kunden sehr beliebt, ist von den Lettern her recht groß und übersichtlich und hat alle wichtigen Funktionen, um so ein E-Bike zu betreiben. Nun kommen wir zur Bremsanlage. Wir haben hier eine Shimano Scheibenbremsanlage. Wir haben für die SDVZO-Ausstattung ganz wichtig eine Beleuchtungsanlage drauf. Vorne ist es der IQ XS mit 70 Lux. Das ist ausreichend. Ich würde jetzt nicht 35 oder 40 Lux empfehlen, doch eher 70, weil wenn man doch mal ein bisschen ins Dunkle hineinfährt abends, das kann auch im Frühjahr sein, im Herbst, oder auch aus dem Dunklen wieder rausfährt, zum Beispiel als Pendler, ist es schon wichtig, einen guten Scheinwerfer vorne drauf zu haben. Mindestens 70 Lux. Hinten haben wir ein sogenanntes Bremslicht drauf. Dann haben wir hier Schutzbleche vorne und hinten. Das ganze Rädle ist noch einmal vom Antrieb her mit einem sogenannten Gates-Riemen ausgestattet. Also kein Kettenantrieb, sondern der Gates-Riemen-Antrieb. Und zum Schluss würde ich noch sagen, was wir hier an Sattel verbaut haben. Das ist einmal hier ein Selle Royal Sattel, der ist sehr bequem. Wir haben eine gefederte Sattelstütze. Wir empfehlen immer gefederte Sattelstützen, weil dann doch durch das Schwingen die Vibrationen besser aufgefangen werden. Ist besser wie eine starre Sattelstütze. Ja, und hier haben wir auf dem Rad noch einen sogenannten Marathon MTB Plus Reifen drauf. Das ist ein Reifen mit einem groberen Profil, aber durch die geschlossene Lauffläche in der Mitte ist er sehr geräuscharm und sehr laufruhig. Hat aber hier an den Seiten noch Noppen, die sich dann doch in einem Schotterbett besser einkrallen. Ich kenne das, komme so ein bisschen aus der Mountainbiker-Szene ursprünglich. Ist schon wichtig für jemanden, der Schotter im Wald fährt und so durch Kurven, dass dann der einen sehr guten Halt hat. Und das hat dieser hier. Ja, bei der Gabel haben wir hier die Santur, die Mobi A32. Da ist es so, wir können einmal die Gabel starr stellen oder, was wir in den meisten Fällen haben, dann öffnen und dann wippt die rein und raus. Ausgestattet ist die nicht, sagen wir mal, mit einem Luftfederdämpfer, sondern mit einer Stahlfeder. Die Gabel selbst ist eine sehr gute Gabel. Aus Tests, die ich hier persönlich gemacht habe, an verschiedenen unserer Rädern, nimmt dies gern und gut mit einer luftgefederten Gabel auf, weil sie sehr formstabil beim Bremsvorgang ist. Also die bewegen sich immer ein bisschen die Gabeln und die hat ein sehr geringes Vibrationsverhalten. Ja, dann heißt es nur noch eins zu sagen, kommen Sie gerne zu uns in die Erlebniswelt, lassen Sie sich von uns beraten, lassen Sie sich mein Rädle konfigurieren. Ich berate Sie sehr gerne oder einer meiner Kollegen. Und heiße Sie hier schon herzlich willkommen und verabschiede mich.